Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. Und wir sind hier bei unserer Soldatenliste, weil wir haben ja letzte Folge etwas ausgemustert und jetzt werden wir wieder welche einmustern. Allerdings gehen uns so langsam unsere Soldaten aus. Das heißt, gibt es hier irgendwo noch... Ich verstehe nicht, was männlicher Name und was weiblicher Name ist. Aber das sind alles Weibchen. Ich hätte hier zwei männliche Namen auf der Liste. Aber ich glaube, das ist egal. Dann seid ihr einfach... anders. So, Rosario Rivera, Bert mal, beziehungsweise Rosario lassen wir mal, und statt Rivera machen wir einen Targan draus. Ich hoffe, das macht ja nichts aus, weil hier kann man ja auch leider nicht umstellen von weiblich auf männlich, was ich ein bisschen schade finde, aber okay. Und hier können wir dir ja nichts Neues geben, weil wir haben ja nichts. Und Rosario Targan. Valentina Costa werden wir auch umbenennen in Scar. Falsch. Bestätigen und als Nachname ein Bock. Ich wollte nicht zu Rosario Targo, ich wollte zu... Scar Costa, und da jetzt nochmal. Heute ist mal wieder der Wurm drin, und statt Costa einer Bock. Ich hoffe, ich habe mir das richtig auf dem Einkaufszettel geschrieben, beziehungsweise auf die Rechnung vom Lidl. So, ich hoffe, das macht euch beiden nichts aus, dass ihr jetzt ein bisschen weiblich seid. Wir werden hier mal die Rüstungsfarbe umstellen auf Orange bei Scar. Und bei Targan auf, machen wir mal andersrum, auf Weiß. Weiß ist schön. Und wenn wir schon dabei sind, ein bisschen Geld haben wir noch, Soldaten anwerben, werden wir mal 5 neue Soldaten anwerben. Die sind dann in 3 Tagen da. Neue Soldaten treffen ein, 3 Tage, Werkstatt 5, Sektoiden-Autopsie in 7 Tagen. War ja klar, Abfangjäger starten mit der Raven 1. Und das ist jetzt gerade total laut. Bereit für Nahkampf. Okay, wir können außer abbrechen leider nichts tun. Aber wir haben es abgeschossen, das ist schön leicht beschädigt. Wurden wir. Und jetzt schicken wir mal den Sky Ranger los. Werden mal Haufmann rausholen und Scar Bock reintun. Dann haben wir sowohl Rekrut Bock als auch Rekrut Targan bei uns. Und ich werde mir mal ein Medikit besorgen. Weil neue Waffen haben wir ja leider nicht, sonst haben wir ja auch nichts. Mal schauen, wie viele jetzt überleben werden. Mal schauen, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt drauf. Ist ja bereit, gleich neben uns. Wo, in welchem Land ist das? Achtung, für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Nigeria. Das abgestürzte Ufer befindet sich... Ja. So, wir landen also mit unserem Sky Ranger und werden die Aliens vernichten, wenn nicht die Aliens Central, uns vernichten. Hier spricht Big Sky. Falsch. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Sturm. Hier ist nix. Ich drück immer auf die falsche Taste. Das gibt's doch nicht. 2. Du zischt mal hier rüber, Bock. Aha. Das ist immer noch die falsche Taste. Und da drüben. Ach du meine Güte.
Ist die Karte etwa gedreht? Also im Sinne von, dass wir da runter müssen? Weil wenn ja, wäre das richtig blöd. Aber okay. Da ist bestimmt ein Gegner, ganz ehrlich. Aber ich zisch mal hin. Oh, kein Gegner, okay. Dann kommst du hier hin. Bin schon da. Rosario Targo. Targan. Blödsinn. Rosario Targan und Scarabock. So, ich düse mal hier rüber. Rücke aus. Nee, die Karte ist doch gedreht. Schwer zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört und die Maschine anfängt. Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. Dem ersten Eindruck nach zu urteilen, würde ich sagen, die Aliens haben diese Einheit entwickelt, um damit einzelne Ziele zu verfolgen und zu isolieren. Kann ich hier in Deckung gehen? Außerdem scheint sie über ein hochentwickeltes Ausweichsystem zu verfügen. Von diesen Tentakeln sollten wir uns wohl besser fernhalten. Ach was. Viel zu viele Gegner, viel zu viele Gegner. Und ich sehe mal wieder nichts. So. Verstanden, Commander. Rosario, schick mal dahin. Du hast ein Sturmgewehr, das ist schön. 50% und 50%. Triffst du was? Ein Schaden, das ist doch nicht dein Ernst. Kannst du sprinten? Kannst du nicht. Aber du zischt mal hier hin, oder? Nach vorne kommst du nicht, dann zischst du hier hin. Lauf, Katja Vega. Und Scarabock kommt mal hier hin. Ja, du kommst mal hier hin. Und jetzt schauen wir mal, was der Gegner macht. Landet natürlich direkt hinter uns. Sie haben mich flankiert. Überlagern den Angriff. Ja, ja, seid ruhig. Ich bin jetzt auch gerade übrigens so ein bisschen ruhiger, weil ich nicht weiß, was passiert. Und genau das möchte ich nicht. Stranguliert. Ich bin stranguliert. So, was haben wir hier? 85% Trefferchance. Mal schauen. Dankeschön. Aber 9 Schaden, Respekt. Muss ich schon sagen. 43. Mal schauen, was kann ich machen? 24%, das ist ja gar nichts. Nicht! Schießen. Ich wollte auf Exit drücken. Hab's aber nicht getroffen. Ja. Achso, jetzt können noch 2 schießen. Na dann. Na dann. Kommst du mal hier hin. Und wenn du jetzt nicht triffst, dann. Dankeschön. So. Du zischst noch ein Feld vor. Kannst hier was treffen. 50%. Mal schauen. Daneben. Aber bisher schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Das ist schön. Das ist auch okay. Aber da ist noch irgendwo so ein Magie-Alien-Dings. Wie auch immer. Diese Schlangendinger-mäßig. Ich weiß nicht, was das sein soll. Meld gesammelt. Das ist schön. Theoretisch hätten wir bald genug, um ein Skyborg, wollte ich gerade sagen, aber einen Mech zu bauen. Da musste spurten schon wieder. Dann kommst du einfach mal hier hin. Bist du zwar von vorne nicht gedeckt, kannst aber in den Feldposten gehen. Und du ziehst. Tja, wo ziehst du hin? Du ziehst einfach mal hier hin. Gehst auch mal in Feldposten. Das ist Nachladen, das ist Feldposten. Feldposten. Das war klar. Mal schauen. Besiegen wir es, bevor er
4 Schaden. Hm, 4 Schaden ist ein Schaden zu wenig. Aber okay, dann werden wir mal hier. Ratatatatatam. X-Ray ausgeschaltet. Keine Munition. Das ist mir egal. Dann zischst du hier rüber. Ich komme neben dich und werde nachladen. Werde, das ist feuern. Das ist stabilisieren. Feldposten nachladen. Dankeschön. Weil wie gesagt, ich sehe die Zeile da unten immer noch nicht. Wirst du gleich schießen? Nein, wirst du nicht. Das ist schön. Du hast natürlich keine Munition mehr. Dann wirst du nachladen. Kannst du 60% und 60% kritisch. Und natürlich schießt du 2 Meter vorbei. Triffst du was? Also treff ich was? Ja, ich hab was getroffen. Aber bloß 2 Schaden gemacht. Hm, ist natürlich auch nicht so toll. Kannst du von hier aus was? Kannst du nicht. Schade. Aber okay. Dann ziehst du mal vor, der Gegner, genau so ist gut. Targan. Voll daneben, schade. Und auf wen wirst du schießen? Auf niemanden, du. Ah. Okay. Mal schauen, kann ich den Rest geben? Kann ich. Super. Dann, du hast nachgeladen, beziehungsweise deine Waffe ist fast voll, wollte ich sagen. Du hast nachgeladen. Dann kommst du mal hier hin. Ach, das Raumschiff ist da oben. Ja, was ist das? Okay, dann wirst du hier mal nachladen. Das ist Feldposten, das ist nachladen. So, mindestens 3 Gegner müssten noch da sein, wenn ich mich nicht irre. Okay, du holst mal das Meld hier. Ich werde mal die Karte so drehen, dass das Raumschiff rechts ist, vorne. Wie auch immer, das ist immer noch... Achso, nee. Ich wollte sagen, das ist die Rakete. Ich bin verwirrt. Aufgepasst. Okay, wir haben bloß noch einen Gegner, auch gut. Daneben. Verflucht, Ziel verfehlt. War ja klar, dass du daneben schießt. Okay, mal schauen. Ich möchte gerne hier runter. Ach so, die haben wir schon gezogen. Ja, das ist blöd. In Bewegung. Ich habe gedacht, die Runde wäre gerade fertig, aber nö. 36. Hm. Mit einer Granate. Das ist der Feldboss. Das ist Nachladen. Das ist wo. Ach so, ich habe keine Granate. Was ist das? Eine Rauchgranate. Das nützt mir ja auch nichts. Ich bin total verwirrt. Verwirrt bin ich. Wenn du da hinkommst, kannst du was treffen? 40%. Naja, versuchen wir es mal. 2 Schaden bei 40%. Gut gemacht. Aua. Targan. Was war das für ein Schuss? Wir haben gewonnen. Alle Missionsziele erreicht. Aber wir haben Targan verloren. Gerade rekrutiert und dann verloren. Wenn ich so weitermache, habe ich bald keine Zuschauer mehr, weil ich alle umbringen lasse. Das war jetzt blöd. Ich bin für 10 Tage verwundet und Targan ist nach 2 Einsätze. Achso, du warst davor auch noch, aber nicht als Rosario Targan, sondern als Rosario irgendwas. Hast sogar einen gekillt. Aber das war's. Wir haben Memento Mori. Schwebeautopsie, Sucherautopsie, sehr viel Zeug haben wir entdeckt. Und
Wir haben bald keine Soldaten mehr. Aber Memento Mori können wir verleihen. Und nein, ich wollte es nicht umbenennen, ich wollte es verleihen an Skarbok. Er hat nämlich einen Einsatz überlebt. Finde ich ganz nett. Weil generell, weil generell überleben sie ja nicht so sonderlich lange. Da kann Targan ja ein Lied von schreiben. Aber in 2 Tagen sind wieder neue Soldaten da. Nämlich genau jetzt. Mal schauen, wen haben wir alles dazu bekommen? Im Grunde nicht so viele. Wie viele habe ich? 5 habe ich, oder? Sind aber nicht 5. Wie auch immer. Falls noch irgendjemand dem Team beitreten möchte, schreibt es doch bitte einfach in die Kommentare. Kommt da nicht noch irgendein Ton? Also ich meine Stimme. Zusätzliche Werkstatt online. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Dieser Koloss aus Fleisch und Metall stimmt nicht bedenklich. Was setzen wir aufs Spiel, wenn wir Mensch und Maschine verschmelzen lassen? Werden wir eine klare Grenze ziehen, die wir nicht bereit sind zu überschreiten? Oder lassen wir sämtliche Skrupel hinter uns und opfern all unsere Werte dem endgültigen Sieg? Ich kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Vorausgesetzt natürlich, dass die Technologie der Aliens nicht in die falschen Hände gerät. Der Text müsste eigentlich nach dem kommen. Also nachdem wir Meld erforscht haben, sollte das eigentlich kommen, aber jetzt irgendwie... Der Rat möchte Sie sprechen. Nein. Die sichere Übertragung startet jetzt. Menetekel, Ratseinsatz Menetekel. Der Rat untersucht merkwürdige Berichte über einen Versuch, einen nicht autorisierten französischen Militärkonvoi zu kidnappen. Obwohl die angeblichen Entführer Menschen waren, besagen unsere Geheimdienstinformationen, dass auch Aliens in der Gegend waren. Wenn das stimmt, wirft das einige Fragen über die Fracht auf, die dort transportiert wurde. Wir brauchen einen Trupp, der sich die Sache ansieht. Die Einsatzzentrale bekommt gleich unseren kompletten Bericht. Belohnung, ein Wissenschaftler, ein Ingenieur und 150 Paragraphen. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Oi. Dann erhältst du mal... Geht nicht, weil... Moment, Gegenstände abgeben, bitte. Weil jetzt kannst du Medikit erhalten. Okay, Haufmann, Vega, Bock und Wilson. Der einzige Zuschauer ist Bock, den Rest kenne ich nicht. Wer war der erste Verlust, den wir hatten? Ich weiß es nicht mehr. Weil wir hatten ja so viele Verluste, dass Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Barium Frankreich. Och je. Mal schauen, was das wird. Auf jeden Fall ein vollständiges Einsatzteam. Es gibt weit verbreitete Spekulationen bezüglich eines Überfalls auf einen französischen Militärkonvoi, aber gesicherte Informationen haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alien-Aktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Also ich... Ziel wurde aktualisiert. Fertig. Danke. Ich meine natürlich ein vollständiges weibliches Team. Weil vollständig ist das Team ja sowieso. Die Mission kenne ich zwar, aber ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Die schlimmste Mission, finde ich, ist dieses Fischerdorf-Dings. Da kommen sie. Weil das finde ich so richtig böse. Ich hasse Zeitmissionen. Besonders bei Rundenstrategien hasse ich einfach bloß Zeitmissionen. Also wo man bloß irgendwie 10 Runden oder so hat, um das Ziel zu erreichen. Von hier aus kann ich natürlich nicht schießen, das ist blöd. Aber ich kann... nein, ich kann nicht. Dann werde ich sofort erschossen. Ja, am besten da bleiben, in Feldposten gehen. Du
zischt mal hier vor. Was da in Feldposten, das ist stabilisieren. Und du bleibst hier auch in Feldposten. Dann kannst du theoretisch bloß eine treffen. Und jetzt, genau, Feldposten. Voll daneben. Ungefähr die 2 Meter. Und du schießt auf. Interessant, dass die Wand komplett ist, aber niemand getroffen hat. So. Du zischt mal dahin. Du wirst dann natürlich noch einen Gegner entdecken. Ich wusste es. Und wirst 71%, mal schauen. Dankeschön. Wir haben keinen Scharfschützen mehr im Team. Also wir haben schon einen, aber der ist gerade verwundet. Nämlich Matexus. Tür auf, bitte. Und 41%. Versuch's einfach mal. Emma, danke. So macht man das. Dann zischst du mal hier vor. Ziel bestätigt. X-Rays gesichtet. Okay. Noch ein Gegner. Der kann momentan nicht viel machen. Kann aber gleich von der Flanke aus angreifen. Das ist natürlich nicht so toll. Mal schauen, was passiert. Ich komm über die Seite. Ja, Flankenangriff. Aber daneben, dankeschön. Diese Männer sind nicht durch Alienwaffen gestorben. Bla bla bla. Sie wurden mit konventionellen Kugeln getötet. Bla bla bla. Kann ich jetzt, dankeschön. Bin unterwegs. Du kannst jetzt natürlich nicht mehr schießen. Toll. Kannst du, wenn du hier hingehst an die Wand, hast du eine bessere Trefferchance? Hast du nicht. Aber mal schauen, triffst du was? Dankeschön. So macht man das. Du gehst in Feldposten. Du kommst hier zum Auto. Und Haufmann ist noch da hinten. Das heißt, du zischt mal hier hin. Haben wir noch irgendwo einen Gegner? Ich glaube, die haben wir jetzt alle weg, die wir bisher getroffen haben. So, und jetzt kommt das, was mir überhaupt nicht gefällt. Wir haben nämlich überhaupt keine Möglichkeit, hier irgendwie in Deckung zu gehen bis da vorne. Und das ist nicht so schön. Kannst du hier noch? Ja. Dann gehst du hier auch noch in Feldposten. Und du zischt mal hier nach vorne, wirst noch einen Gegner entdecken, höchstwahrscheinlich. Am besten von der Flanke. Die Sensoren noch immer Lebenszeichen in diesem Gebiet, Kommander. Nö, doch nicht. Neues Ziel erhalten. Ja, ja. Ich nähere mich, aber ich will die Einheiten bewegen. So, und du wirst hoffentlich nicht vergiftet. Dankeschön. Theoretisch kann alles so bleiben. Okay. Hier drüben ist was. Da ist was. Okay, da haben wir noch einen Gegner. Also heute bin ich irgendwie ruhiger als sonst. Ich bin auch sehr konzentriert. 62%. Durch die Mauer durch. Auch kein Wunder, dass du nichts triffst. Waffe leer. Wie kann so eine Waffe leer werden? Meine Güte. Du triffst von da natürlich auch nichts. Warum denn auch? Unterwegs. Haufmann, triffst du von hier was? Triffst du nicht. Und Wilson bleibt einfach hier. Und lädt nach. Mal schauen. Feldposten. Triffst du was? Voll gegen die Mauer. Noch ein Feldposten. Triffst du was? Bitte. Danke. Okay, die Gefahr ist jetzt auch beseitigt. Das heißt, hier können wir
Dort drüben gibt es einen Überlebenden. Ja. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist, wenn wir ihn bergen und befragen können. Kann ich jetzt bewegen? Dankeschön. In Bewegung. Ihr könnt mich genauso gut hier zurück. Bla bla bla. Ach, die Waffe war ja leer. Schade. Nichts. So, dann kommst du hier hin. Er ist wohl der einzige Überlebende dieses Gefechts. Und nach unserer Einschätzung gehörte er zu den Angreifern. Wir müssen ihn mitnehmen. Ob er will oder nicht. Könnten wir die Kamerafahrt... Wir haben ein neues Ziel. Könnten wir die Kamerafahrt bitte lassen? Ich wollte eigentlich nicht nachladen. Aber okay, dann laden wir alle nach. Außer dich. Du kannst nicht nachladen, weil du schon voll bist. Und du zischt jetzt mal hier hin. Momentan haben wir ja noch keinen Gegner, auf den wir achten müssen. Commander, wir haben Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Theoretisch hätten wir auch einen aufs Dach tun können. Aber da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Feldposten. Zack. Weg. Das ist schön. Jetzt bloß noch der auf dem Dach, aber da kommen wir nicht hin. Außer mit dir. 40% Trefferchance. Hast du zufällig... wie war das mit hoch und runter? So war das. Mal schauen, kannst du den besiegen mit der Granate? Dankeschön. Rekrut Bock wurde befördert. Das hast du toll gemacht. Du hast schon 2 Einsätze überlebt, bist einmal befördert worden. Respekt. Also das erlebe ich nicht alle Tage. Dass Rekruten so lange überleben. Haufmann, kommt mal hier hin. Wie weit haben wir noch bis zum Ziel? Ja, schon noch ein gutes Stückchen. Dann ziehst du mal hier hin. Und Feldposten. Das war Nachladen. Das hier ist erst der Anfang. Ja, ja, schon gut. Das ist nur eine Frage der... Vorsicht da draußen. Feindkräfte in Bewegung. Ja, ja. Der Erzähler, der erzählt auch viel zu viel. Hier ein Feldposten, da ein Feldposten. Beides sehen wir nicht. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Wenn ich hier hinziehe, trifft er uns. Ich hoffe nicht. Hat geklappt. Feldposten. Ach du meine Güte, bist du weit weg. Dann kommst du mal hier hin. Skarbok. Und... So. Nicht stabilisieren, sondern Feldposten. Du kommst dann mal hier hin. Gehst auch im Feldposten. Und du wartest hier. Ihr seid nichts als ein Haufen Marionetten. Ja, ja, schon gut. Das gefällt mir nicht. 3 Schaden. Okay, mal schauen. 53% Trefferchance. Und danke. Hab ihn weggefegt. Gut gemacht. Hierhin. Feldposten, das ist in Deckung, ich will Feldposten. Und theoretisch, wenn wir schon Medikit haben, werde ich das Medikit, ich will nicht stabilisieren, ich will nachladen auch nicht, Wunde heilen möchte ich. So. Dann sind wir wieder alle voll geheilt. Und... wenn du hier hochgehst, kommst du bestimmt in den Feldposten rein, aber wir versuchen es trotzdem. Mit viel Glück ist er irgendwo da hinten. Oder weg. Okay. Das ist reine Zeitverschwendung. Ja, ja, reine Zeitverschwendung, schon klar. Wo ist der X-Ray? Wo ist er? Sag mir das mal einer, bitte. Nein, das war falsch. Ich möchte hoch. Wo ist der zum Kuckuck? Der ist weg.
Der ist weg, der ist einfach futsch. Was wollt ihr damit beweisen? Nix. Wir möchten hier schön die Bewohner, die Zivilisten retten, und was machen die? Nö, ich will nicht gerettet werden. Aber wenn ich mich nicht irre, bei der Mission hatte ich schon oft einen Mac. Warum habe ich jetzt keinen Mac mehr? Warum dauert die Forschung eigentlich auch so lange? Bestimmt, weil ich irgendwie irgendeine Einstellung gemacht habe, wo ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Tja, aber ich würde sagen... Strike One, wir orten feindliche Kontakte, die auf ihre Position vorrücken. Ja, ja, das ist kein Problem. Oben oder unten? Oben wahrscheinlich. Bloß einer... Achso, Feldposten. Daneben aber die Scheibe zertrümmert. Okay. Kannst du... Ah, du kannst von hier aus schießen. Warum? Warum kannst du von hier aus schießen? Ich weiß es nicht. So, hier 40% Trefferchance ist denn nicht viel. Wenn wir hier vorzischen, dann kommen wir in Feldposten rein. Ah, ich hab's vergessen. Aber daneben. Dankeschön. Dankeschön. Sonst hätte ich jetzt noch die nächste Einheit verloren. 53%. Ein Schaden immerhin. Liebes Spiel, warum hast du dich aufgehängt? Da ist irgendeine Fehlermeldung. Genau hier. Ich komme auch nicht mehr aus dem Spiel raus. Okay, ich glaube, das war's mit der heutigen Folge von XCOM Enemy Within. Ja, da steht's. XCOM Enemy Within funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht. Also, ich hoffe, der Spielstand ist noch in Ordnung. Aber es trifft sich gut mit der halben Stunde. Und wie immer gilt grüßlich euer Mr. Kruzi.